Warum malst du denn so viel Efeu an das Haus? Ich mag Efeu an einem Haus. Vielleicht war hier früher auch welches. Vielleicht, ja. Ach, ihr habt's gut, Kinder. Ihr könnt malen, was ihr wollt. Und kein Mensch sagt was dagegen. Weißt du was? Lass uns ein bisschen an die Luft gehen. Seit dem Mittagessen sitze ich schon hier. Gut, Papa. Ich habe einen Maulwurf entdeckt. Seit 3 Tagen gräbt er bei der Hecke. Aha. Dann werden wir was dagegen kaufen. Nicht nötig, Papa. Ein Maulwurf ist kein Unkraut. Siehst du, von Efeu ist nichts zu sehen. Wollen wir welches pflanzen? Wenn Mama nicht so viel Angst vor Spinnen hätte. Quatsch, die greifen doch nur Insekten an. Sie muss sich erst an die neue Umgebung gewöhnen und es dauert eine Weile. Komisch, die Fenster sehen alle verschieden aus. Wann ist das Haus wohl gebaut worden? Oh, das ist mindestens 100 Jahre alt. Auf keinen Fall, Sophie. So hat man zwischen den beiden Weltkriegen gebaut. Du bist doch 35 geboren. Nein, 34. Und zu der Zeit hat man in Häusern wie diesen Cap Corse getrunken und Foxtrot getanzt. Wieso hat es so lange leer gestanden? Ich habe keine Ahnung. Im Grunde können nur wir darin leben. Was willst du damit sagen? Ganz einfach. Weder du noch ich noch Mama mögen neue Häuser. Erinnerst du dich noch an die Kritzeleien an den Wänden und an die Schwalbennester im großen Zimmer? Und alte Zeitungen, leere Flaschen, herausgerissene Rohre. Wenn du nicht so begeistert gewesen wärst, hätten wir vielleicht das andere genommen. Aber hier fühlen wir uns sicher wohler. Papa! Papa! Hallo, mein Kleiner! Ach, du bist ja immer schwerer. Wo hast du denn die ganze Zeit gesteckt? Ich spiele mit meinen Soldaten hinterm Haus. Guck's dir an. Nachher komme ich mal. Immer bist du mit Sophie zusammen, nie mit mir. Nachher komme ich zu dir. Ich habe Mama versprochen, mir ein bisschen zu helfen. Okay? Ja. Also, aufgesessen! Galopp! Dum, 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 dum. Komm, Sophie! Die Verstärkung ist da. Wunderbar, es gibt genug zu tun. Ich mache das hier erstmal fertig. Wir können ja später essen. Aber Françoise, es hat doch Zeit. Die Kinder fallen um vor Hunger. Da müsst ihr euch einigen. Aber dass ich hier mit Geld einspare, mach mir bitte nicht zum Vorwurf. Wir sind hier rausgezogen, um die Luft zu genießen. Und das ganze Haus stinkt nach Farbe und Terpentin. Was meinst du, wie ich die Luft genieße? Wenn ich den ganzen Tag Wäsche wasche oder abspüle? Wenn du schon nicht genug verdienst, um das alles hier... Fang nicht wieder davon an, das kenne ich. Langsam gefällt es mir hier. Es gibt viel Platz und das mag ich. In der Stadt lief mir Dominique immer zwischen den Füßen rum. Hier ist er den ganzen Tag draußen. Ich kann in Ruhe arbeiten. Du solltest die Küche blau streichen, Mama. Unsere Küchen waren immer grün. Ja, gerade deshalb. Wir sollten mal eine blaue Küche haben. In einer blauen Küche kann ich kein gutes Brot backen. Sandra hat eine weiße Küche und ihr Brot schmeckt besser als deins. Aber mein Schatz, es wird auch deshalb keinen Streit geben. Außerdem möchte ich, dass du deine Mutter nicht dauernd kritisierst. So eine Scheiße. Ihr braucht mich gar nicht so anzusehen. Ich kann nichts dafür. Ich vielleicht? Ich bin noch über einen Schritt von dem Topf entfernt. Wovon fällt er denn sonst um? Von einem Erdbeben? Du hast ihn vorhin dahingestellt. Also in dem Durcheinander kann ich unmöglich Essen machen. Gut, dann werden wir ein Stück Fleisch grillen. Ich laufe zum Metzger. Und du hör auf zu kichern! Kann ich dir helfen, Mama? Nein, ich mach schon. Kümmere dich um deinen Bruder, der ist im Garten. Ist gut, Mama.
Was ist denn, Dominik? Was hast du denn? Ich hatte dich gebeten, auf ihn aufzupassen. Kann man sich denn nicht auf dich verlassen? Was ist der Fehler, Mama? Sie hört nie. Jetzt reg dich nicht auf, mein Liebling. Es ist ja schon vorbei. Die Luftveränderung hat dich müde gemacht. Aber du wirst dich sehr schnell dran gewöhnen, hm? Ich war das nicht. Ich wollte, dass sie mit mir spielt. Warum ist jetzt alles kaputt? Das macht ja nichts. Es ist ja nicht schlimm. Wir werden das alles wieder aufbauen, hm? Jetzt komm. Na komm, Mama und Sophie spielen jetzt mit dir, ja? Warum zeichnest du das alles? Hm? Das ist mein Beruf. War das dein Wunsch? Was? Mit Zeichnen Geld zu verdienen. Mein Wunschtraum war, Stiche zu machen. Aber man wird nicht immer gefragt, was man will. Warum? Warst du nicht gut genug? Gut oder nicht gut, danach habe ich nicht mehr fragen können. Es geht nicht und das genügt. Unseretwegen? Ohne euch hätte ich das alles ja nicht. Zerbrich dir darüber nicht den Kopf. Und lass mich arbeiten. Sag mal, kannst du heute Nachmittag mit ins Kino gehen? Das ist eine Idee. Einverstanden. Wenn ich fertig werde, dann musst du mich jetzt aber auch arbeiten lassen. Gut, Papa. Was ist denn? Warum schreist du denn so? Es ist nicht schön hier, Mama. Er soll bei uns schlafen heute Nacht. Dann gewöhnt er sich dran. Den ganzen Tag über war er schon so nervös. Ich will nicht, dass er sich dran gewöhnt. Also schön für heute Nacht. Er soll bei Sophie schlafen. Komm, mein Kleiner. Aber nur für eine Nacht. Mein Zimmer schläft. Ich habe ein Recht auf Ruhe. Psst. Über mein Zimmer kann ich doch bestimmen, oder? So, das reicht jetzt für heute, klar? Gute Nacht.
Sophie, was soll das? Was fällt denn dir ein? Ich verstehe das nicht. Ich habe nichts gefunden. Aber das ist kein Wunder, denn die Kinder haben das ganze Gras platt getreten. Das heißt, du hast keine Spuren entdeckt? Nichts? Mm-mm. Die Nachbarn mögen es nicht, wenn man überall Privatbesitz hinschmiert. Vielleicht haben die Bauern hier früher mal gejagt. Mama, wer hat Scheiben zerschlagen? Aber es ist doch Privatbesitz. Wenn das so weitergeht, rufe ich die Polizei. Ich hatte noch nie Polizei im Haus. Was werden wir also tun? Wir könnten mal versuchen, mit den Nachbarn Kontakt aufzunehmen. Wir laden sie zu einem Gläschen ein. Nachbarn? Welche Nachbarn? Wir kennen doch niemanden. Also, was fehlt mir jetzt gerade noch? Wenn du Himbeeren willst, pflück dir welche, wie deine Schwester. Ich muss was tun. Gestern Abend hast du uns gesagt, du hättest ein Recht auf Ruhe, Sophie. Das gleiche Recht haben wir auch. Du bist immerhin kein Kind mehr. Ich kann nicht schlafen, wenn neben mir jemand atmet. Das Zimmer gehört mir. Was soll denn das heißen? Dieses Haus gehört uns allen. Das ist doch nicht möglich. Himmelherrgott noch mal. Wer hat den Dreck auf meine Zeichnung geschmiert? Dominique! Was ist denn los, Marc? Die Kinder haben meine ganzen Pläne versaut. Das ist unmöglich. Sie waren den ganzen Morgen bei mir. Jetzt muss ich den ganzen Kram noch mal machen. Ich hab jetzt schon die Nase voll von dem Haus. Madame, wir sind fertig. Ich komm raus. Soll ich mich zu Hause absetzen? Wenn du willst. Bringst du mal deine Frau mit auf den Platz? Nee, die fährt morgen zu ihrer Schwester. Das ging ja schnell. Wollen Sie wirklich nicht noch ein Pastis? Wirklich nicht. Danke, Madame. Ich danke, dass Sie so schnell gekommen sind. Ah, das ist doch klar. Sie sind neu hier, Madame. Was hätten Sie denn sonst für einen Eindruck von uns? Das waren sicher ein paar dumme Bengels. Wir sollten uns vielleicht einen Hund anschaffen. Ah, wenn Sie wollen, dann werde ich mich mal umsehen, Madame. Danke, ja. Wiedersehen. Wiedersehen. Marc? Willst du was trinken? Ja, gern. Ich komme. Hier, sieh mal. Hier könnten die Rosenstöcke hin. Hm? Oder Flieder. Den magst du ja auch gern. Ja, das wäre nicht schlecht. Mhm, sehe gut aus. Was trinkst du? Portwein? Whisky? Mhm. Hier. Danke. Na, hast du deine Mutter besucht? Na, guck mich nicht an. Sie hat mich durch sämtliche Läden geschleppt. Wir haben Kleider gekauft für Sophie. Soll sie wirklich wieder ins Pensionat? Jetzt mach nicht so ein bisschen.
Im vergangenen Jahr hat sie doch nichts getan durch die viele Umzieherei. Meinst du, das wäre gut? Sie träumt den ganzen Tag. Wenn sie wenigstens mal ein Buch lesen würde. Sie müsste tatsächlich unter Mädchen in ihrem Alter. Aber sie macht doch einen ganz zufriedenen Eindruck. Trotzdem. Ein bisschen Disziplin und Ordnung lernen kann nie schaden. Mama hat gesagt, sie sei verschlossen. Wir würden eine Wilde aus ihr machen hier draußen. Ich sehe das ein. Sie braucht Gesellschaft. Ewig steckt sie ihre Nase in unsere Angelegenheiten. Ich mag das nicht. Sie kann doch gar nicht mitreden. Sie lebt doch noch im 19. Jahrhundert. Du solltest ihr mal sagen, dass wir allein fertig werden. Du bist ungerecht, Mark. Sie hat sehr viel Verständnis für uns. Vor allem in einem Punkt. Ja, ich höre. Na, das Haus zum Beispiel. Sie hat nichts gesagt, dass wir es gekauft haben. Ach, das hätte auch gerade noch gefehlt. Wir haben sie nicht gebeten zu helfen. Sie hat uns immerhin mehr als einmal geholfen, oder? Na und? Deshalb hat sie kein Recht, meine Tochter zu dirigieren. Ich lege Wert darauf, dass Sophie Umgang mit Gleichaltrigen hat. Das ist alles. Sie ist zu oft allein. Sie hört gar nicht mehr zu, wenn man ihr was sagt. Ach, hör auf zu trinken, Marc. Henri kommt gleich. Du musst ja auch mit ihm trinken. Du hast recht. Er wird wieder einen sensationellen Wein mitbringen, wie immer. Wenn die Kinder wieder in die Schule gehen, haben wir mehr Zeit für uns. Was ist das? Die Vögel sind weg. Ja, sie singen nicht mehr. Was ist denn hier passiert? Da bist du ja. Wo ist der Kleine? Im Garten. Das ist das Verrückteste, was ich je erlebt habe. Ein Glück, dass wir draußen gewesen sind. Oh, das ist Henri. Hol ihn, er soll es sehen. Na du, wie geht's? Danke, gut. Und dir? Was machst du denn für ein Gesicht? Das wirst du gleich verstehen. Das Tau ist ja ganz ölig. Guck dir mal deine Hände an. Dein Vater wird schimpfen. Geh rein, wasche die Hände, aber sofort bitte. Ich bin neugierig. Gleich wirst du sehen. Hey, oh, Papa. Jetzt lass uns mal in Ruhe, Dominik. Nachher könnt ihr toben. Geh spielen, alle hopp. Was habt ihr denn? Du bist ja ganz blass. Françoise und ich haben hier draußen ein Glas getrunken. Plötzlich war es totenstill. Die Vögel hörten auf zu singen. Dann die Gläser, die Flaschen, alles fing an, sich zu bewegen. Erst dachte ich, der Tisch steht schief. Aber das war es nicht. Wie von Geisterhand gezogen, sauste er durch die Tür rein ins Wohnzimmer. Knallte gegen die Wand, riss den Fernseher um, kurfte durchs ganze Zimmer. Na, und den Rest siehst du ja. Wir stehen vor einem Rätsel. Und genau eine Sekunde vor deinem Eintreffen. Also, Kinder, das ist ja eine Geschichte. Aber beruhigt euch. Wir bringen das schon wieder in Ordnung. Sag mal, kann es sein, dass ihr gekifft habt, ihr Brüder? Gekifft? Bist du verrückt? Auf einem Tanker ist das gar nicht möglich, Mensch.
Wenn ich an Marrakesch denke, sehe ich immer noch den Kleinen vor mir, der uns zum Bazar begleitet hat. Erinnerst du dich noch an den, Marc? Natürlich. Wie hieß er noch? Ahmed, glaube ich, stimmt's? Da war Dominique noch nicht geboren. Ich weiß nicht, wie du das machst, aber dein Essen war unübertroffen. Das ist mir nur gelungen, mit deiner unvergleichlichen Fähigkeit Wein auszusuchen. Entschuldigt mich, ich bin müde. Wir sehen uns morgen. Aber was ist denn, mein Engel? Willst du denn nicht das Ende meiner Geschichte hören? Hm? Deine Geschichten sind immer so lang, dass ich den Anfang bereits vergessen habe. Jetzt geh, Sophie. Also, meine Geschichten langweilen dich jetzt. Sag mal, aus unserem kleinen Mädchen wird ja langsam eine Frau. Jetzt lass sie gehen. Ja, geh schön ins Bett und schlaf gut. Morgen kaufe ich dir ein Eis. Gute Nacht, Papa. Nacht, mein Schatz. Schlaf gut. Und mach das Fenster auf. Und denk dran, Sophie, morgen müssen wir die Schulanmeldung ausfüllen. Ja, richtig. Ja, Mama. Also los, erzähl weiter. Du platzt ja schon bald. Ja, wie ging's weiter? Naja, wir waren in der Wüste von Südmarokko. Und da traf ich eine alte Frau wieder, die ich in der Kaschba kennengelernt hatte. Wo ist dein Zusammenhang? Jetzt wart doch mal ab. Es war eine ganz gewöhnliche Frau, zumindest auf den ersten Blick. Aber sie hat mich schockiert. Du und schockiert sein. Willst du eine Zigarre? Danke. Ja, warum nicht? Ja, so werde ich das natürlich nie schaffen. Meine Geschichten wären zu lang, heißt es. Aber die können sie kürzer sein, wenn man nicht dauernd überlegt. Also wir waren bei der Kleidung. Sie sah zur Luft noch ziemlich arm aus. Ihre Kleider müssen früher mal sehr schön gewesen sein, sogar wertvoll. Mit Apparaten, Stickereien und goldenen Nähten. Sie waren alle zerschissen, aufgetragen. Man sah ihnen das Elend an, durch das ihre Träger gegangen sind. Es war unmöglich, sich exakt vorzustellen, wer diese Frau gewesen war, wen sie darstellte im früheren Jahr, was sie erlebt haben mochte. Sie war allein und schien sich um nichts zu kümmern. Und diese Frau hatte mir versprochen, für $20 den Wüstensand in Bewegung zu bringen. Du kannst dir vorstellen, wie ich reagiert habe. Ich glaube ja sowas nicht. Aber ich wollte sehen, wie es weitergeht. Außerdem bin ich ja ein Risiko. Ich würde meine $20 ja niemals verlieren. Wir verließen also mein Camp und wanderten in Richtung Düne. Im Camp sind etwa 20 Männer. Das ist doch meine Hupe. Ach, geht es schon wieder los? Den hat's erwischt. Leichte Quetschungen, wahrscheinlich leichten Schädelbruch und zwei Rippenbrüche.
Der ist ganz schön bedient. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Gib mir mal einen Rat. Nimm es ruhig an. Das Fernsehen zahlt gut und außerdem tust du mir einen persönlichen Gefallen. Sowas wollte ich immer schon mal drehen. Aber das Thema lässt sich nicht konstruieren. Von dem Zeug haben wir genug. Das merkt man an den Sendungen. Sophie. Ich weiß nicht, was Françoise von dieser Idee hält. Sie lebt seit einer Woche von Tabletten. Das geht vorbei, ganz sicher. Also gut. Aber ich möchte nicht, dass unser Name auftaucht. Keine Angst, die Jungs sind sehr diskret. Warum verbietest du mir, den Fernsehleuten zuzusehen? Es reicht vollkommen, was wir da erlebt haben. Du bleibst bei Großmutter, solange das dauert. Aber Papa, ich schwöre dir, ich störe die Leute doch nicht. Die waren mindestens 20 Meter weg. Ist das Dufte? Es kommt noch so weit, dass du Gedanken aufnimmst. Ich glaube immer noch, es handelt sich um einen Fall von kollektiver Hysterie. Ach was, ich kenne Marc und Françoise seit Jahren. Das gibt's gar nicht. Stell dir vor, die haben gefeiert und getrunken. Henri kommt der Frau seines Freundes ein bisschen zu nah und die Pauke hat ein Loch. Vielleicht haben die sich geprügelt. Nein, das ist unmöglich. Man braucht schon drei Typen wie Marc, um Henri fertig zu machen. Da läuft irgendwas anderes und das werden wir uns haargenau ansehen. Gut verpacken und den Zuschauern ein Ding servieren, das ihnen die Haare hochgehen. Ja. Die Soße ist manchmal wichtiger als der Fisch. Mein Schwager hat mich gefragt, wieso ich denn Samstag, Sonntag arbeite, wenn es mir schon stinkt. Weil es an Wochenenden doppelte Gage gibt, habe ich ihm gesagt. Wenn ich nicht clever wäre und mir die Rosinen rauspickte, könnte ich mir nicht das Häuschen leisten. 2, 3 dufte Filme im Jahr und einen guten Agenten. Dazu ein Mädchen, das mit anpackt, da verdiene ich mehr, als wenn ich das ganze Jahr ackere. Ist ja gut, clever. Mach nicht so einen Wind. Wir sind in der frischen Luft und die Sonne scheint. Ist das gar nichts? Das Problem für mich ist nur, dass hier draußen keine Langhaarigen rumlaufen. Du denkst wohl nur daran, hä? Vergiss nicht, was du dir im letzten Jahr auf dem Festival geholt hast. Unvergesslich! Bitte, Bolze. Ich glaube, wir machen erstmal eine Totale vom Haus und dann gehen wir ins Detail. Okay. Hm? Und darunter lege ich ernste Musik. Ein Spinett oder sowas. Hm, nicht schlecht. Also, dann wollen wir mal. So ein Mist. Was ist denn? Ach, was ist denn, was ist denn? Gar nichts ist. Eine Schiene wäre mir lieber. Naja, geht auch so. Du, lass den Quatsch mit der Puppe. Keine Kitschromantik. Und nicht so viel Zoom. Du weißt, ich bin allergisch dagegen. Über die Mikros unterhalten wir uns noch. Und die Kamera kommt in jedem Fall ins Wohnzimmer. Hast du genug Lampen? Ich habe 25 angefordert, aber die haben mir nur 15 bewilligt. Wie viel brauchst du? 10. Dann mach doch nicht so ein Theater. Ja. Beeil dich. Mhm. Moderne Frau, sexuelles Objekt oder ein emanzipiertes menschliches Wesen?
Leroy! Ja? Ist dein Zimmer in Ordnung? Weiß nicht. Ich habe mich noch nicht drum gekümmert. Ich war oben auf dem Speicher. Willst du da oben schlafen? Nein, aber wenn ich neu wohin komme, sehe ich mir immer erst einen Speicher an. Ich mag Speicher. Also nimm dir das Kinderzimmer und wenn du fertig bist, kommst du gleich runter. Wir wollen anfangen. Okay. Da-di-da-di. Ich finde das schon komisch. Warum? Trinkst du keinen Cognac? Einfach so, um Leben anderer Leute rumzustöbern. Wein der Inkas. Was uns noch alles begegnen wird, unglaublich. Ich wäre bestimmt kein guter Reporter geworden. Ich will dir was sagen. Ich finde das ganz lustig. Man sieht was, lernt Leute kennen. Ist doch eine Wucht. Und wozu soll das gut sein? Was heißt, wozu soll das gut sein? Das weiß ich auch nicht. Neulich waren wir bei so einem Schriftsteller für ein Interview. Hochintelligenter Kerl. Und stell dir vor, dieser Bursche hat ein Gewächshaus. Das vermutet man gar nicht. Der zieht seine tropischen Pflanzen, gießt seine Velocipede, seine Geranien. Naja, vielleicht ist das seine Ablenkung, seine Zerstreuung. Damit verbringt er seine freie Zeit. Ist doch gut, was? Peru? Wir sind fertig, wir können. Okay, ich komme. Guck dir das mal an. Ich glaube, das müsste hinhauen. Deshalb habe ich dich ja engagiert. Lass gleich brennen. Leroy? Ja? Zuerst einen Schuss auf das zerbrochene Fensterglas. Mhm. Und dann ein bisschen vom Garten. Ja. Und dann schwenkst du auf mein Gesicht. Mhm. Seid ihr fertig? Ton fertig. Ton ab. Läuft. Kamera. Läuft. Küche 1, die erste. Also es geht los. Am Samstag vergangener Woche wurde eine vierköpfige Familie das Opfer rätselhafter Ereignisse. Ihr Haus wurde teilweise verwüstet und ein Freund der Familie ist ernsthaft verletzt. Ein objektiver Bericht über die Vorgänge würde die meisten von Ihnen erschrecken und andere zum Lachen bringen. Meine Damen und Herren, was sich hier abgespielt hat, ist so unvorstellbar, dass es eigentlich zu fantastischen Spekulationen Anlass gibt. Aus. Nach ungefähr 35 Minuten zu spielen in der Begegnung Reims gegen Monaco. Im Ganzen, ich glaube, das kann man jetzt schon sagen, haben wir eine schöne und vor allen Dingen sportliche erste Halbzeit erlebt. Hoffen wir, dass die zweite Hälfte ebenso interessant und fair bleibt. Du, hör zu. Also, wie gesagt, ich muss das nicht unbedingt hören. Wenn ich das Radio stört beim Kochen, kann ich auch ausmachen. Die Hörer, die sich erst später eingeschaltet haben, noch einmal so. Der ersten Hälfte. Nach einem Foul von jetzt habe ich mir Keller und Speicher angesehen. Es ist alles in Ordnung. Bist du ganz sicher? Keine Ketten, keine Gespenster? Ach, nichts. Gibt's bald was zu essen? Ein paar Minuten noch. Als Kellnerin machst du dich ganz gut. Ein Whisky? Ja, ein Fingerbreit. Das ist alles? Ja. Hey, ich hab gesagt, ein Fingerbreit. Ist wahr? Ich als Kellnerin, du als Barmann, gehen wir nie unter. Gin. Bon. Weißt du, was ich in dem Bett des Kleinen gefunden habe? Was? Ein dickes, schmieriges Seil zwischen den Lacken. Was hast du damit gemacht? Aus dem Fenster geworfen. Hast du es nicht aufgenommen? Aber ich habe dir doch gesagt, solche Dinge müssen in den Film. Na, was denn? Bei der Puppe hast du zum Beispiel gesagt, du legst keinen Wert auf. Oder dieser Raum hier, hast du den aufgenommen? Wozu? Hier ist doch gar nichts passiert. Nimm alles auf. Nimm alles auf, man weiß nie. Boris kommt nicht ganz zurecht, der Ball läuft ins Aus. Einwurf durch Pellier. Ausgeführt durch auf den Fuß des rechten Läufers Montagne. Er zurück zu Pellier, vorbei an Gury und Dubois. Dann verliert er die Kugel und Henri Wolf spruchtet davon. Eine weite Vorlage an Maurice, aber das Bein... Wer sind Sie? Was wollen Sie hier? Sophie, wo kommst du denn her? Ich bin getrennt. Und wo ist dein Vater? Er hat gerade Henri besucht, im Krankenhaus. Aber Kind, der sucht dich doch. Wir müssen ihn anrufen. Nein, nein, ohne Ton, Beretti. Wo kann er jetzt sein? Er wollte zu Großmutter fahren. Dann komm. Hast du die Nummer? Ja, hier. Jetzt bin ich gespannt, wie er reagiert. Mach dich auf was gefasst. Hallo, Marc? Ja, Peru. Mach dir keine Sorgen, Sophie ist hier bei uns. Ja, sie ist mit uns, dann kannst du sie ja... Hallo? Hallo? Ach, diese Telefoniererei. Unterbrochen, aber er weiß es ja.
Was werdet ihr als nächstes machen? Das ist unwichtig. Wir essen jetzt, dann wird er dich abholen. Was ist denn los? Dreh, Leroy, dreh, dreh! Kaltes Wasser, das wird helfen. Ja, ja. Was hat er denn gemacht? Er war völlig verrückt. Er hat seine Hand ins siedende Wasser gehalten. Sag mal, du musst doch total verrückt sein. Ich weiß es doch selbst nicht. Der Topf muss umgekippt sein. Aber ich war doch neben dir. Ich habe nichts gehört. Ich hol Verbandszeug. Nein, Schnitt, das ist uninteressant. Uninteressant, vielen Dank. Beruhige dich, sie wird dich gleich verbinden. Oh, brennt das! Habt ihr das vorhin gesehen? Die tut so, als ob das jeden Tag passiert. Oh, tut das weh. Tut mir leid, aber ich muss es doch verbinden. Wo hast denn du das gelernt, Erste Hilfe? Nirgendwo, sowas muss man doch nicht lernen. Verbrennungen tun gemein weh. Als Kind habe ich mir meinen Fuß in kochendes Wasser gehalten. Ich habe gedacht, ich sterbe. Es ist mir ein Rätsel, wie du jetzt mit einer Hand dein Bandgerät bedienen willst. Geht's schon besser, Monsieur Beretti? Es brennt wie Feuer und der ganze Arm tut mir weh. Sophie, du wirst jetzt etwas essen. Lass sie doch in Ruhe, du bist doch nicht ihr Vater. Ich kenne sie, da war sie 2 Jahre alt. Wenn Marc nicht da ist, bestimme ich. Hallo, du bist ja plötzlich empfindlich wie eine Jungfrau. Ja, in solchen Dingen verstehe ich keinen Spaß. Hier, Beretti, du musst was essen, Junge. Danke, ich habe keinen Appetit. Bitte. Erst die Patienten, dann die Damen. Ist noch ein bisschen Zeit bis zur Dame. Ja, aber... Hört ihr das? Etwa. Hast du alles drauf? Ich glaube schon. Ich höre mal ab. Fragen, wer Sie sind, Monsieur? Ja, sicher. Ich bin Pater Daval. Das sind meine Schüler. Ich wusste nicht, dass das Haus bewohnt ist. Haben Sie denn kein Licht gesehen? Ja, eben. Das hat mich ja neugierig gemacht. Ich habe seit 8 Jahren den Schlüssel und bei Wanderungen übernachten wir hier. Ich führe ein Pensionat. Das Haus war immer unbewohnt. Aber wenn wir stören, sehen wir uns da was anderes. Nein, nein, nein. Im Gegenteil. Bleiben Sie hier. Leroy, hast du das mitgedreht? Von A bis Z. Also, Pater, wir drehen eine Dokumentation fürs Fernsehen. Und wenn Sie die Kabel und die Lampen nicht stören, dann werden wir schon ein Plätzchen finden für Sie und die Kinder. Ja, vielen Dank, das ist sehr nett. Wissen Sie, wir sind nicht sehr wählerisch. Die Kleinen sind Waisen aus sehr bescheidenen Verhältnissen. Wir sind mit allem zufrieden. Umso natürlicher sind die Kinder vor der Kamera. Ja, das sind sie sicher. Aber wir könnten auch wieder in unseren Minibus klettern und anderswo versuchen, Unterkunft zu finden. Sie sind mit dem Wagen gekommen? Ja, das heißt, wenn wir aufs Land gehen zum Wandern, dann leiht uns der Verwalter seinen kleinen Bus und wir sind schneller draußen. Sie sind die ganze Woche im Pensionat eingesperrt und ein bisschen frische Landluft ist eine schöne Abwechslung für Sie. Sie würden mir einen Gefallen tun, wenn ich Sie interviewen dürfte. Aber, Monsieur, was kann ich Ihnen schon sagen? Sie brauchen mir nur zu erzählen, was Sie hier schon alles erlebt haben. Aber ich habe hier nichts erlebt. Ich kann Ihnen dazu kein Wort sagen. Außerdem habe ich Angst, dass die ganze Atmosphäre den Kindern den Kopf verdreht. Haben Sie schon was gegessen, Monsieur? Ja, wir haben im Bus gegessen. Also gut, wenn Sie uns hier arbeiten lassen, sind Sie herzlich willkommen.
Dann sage ich Dankeschön. Also, Kinder, es ist schon spät. Macht euer Bett. Wir gehen nach oben. Wir würden uns freuen, wenn Sie nachher einen Kaffee mit uns trinken. Na, mehr los hier, als wir dachten, im verhexten Haus. Ja, hör schon auf. Ich glaub nicht dran. Ist doch alles Quatsch. Nur mach uns doch einen Kaffee, aber recht stark. Mach ich. Wie geht's deiner Hand? Brennt wie verrückt. Das Mikro kann ich nicht halten, sonst fällt mir der Arm ab. Soll ich Kleber in die Stadt zu einem Arzt fahren? Nein, nein, ich bleib hier. Weißt du, wo Sophie die Brandsalbe hingelegt hat? Keine Ahnung, sie ist sicher oben bei den Mädchen. Ist dein Vater Grafiker? Mhm. Euch scheint's ja gut zu gehen. Ich glaube, ihm fehlt Fantasie. Wie kommst du denn darauf? Er hat mir das gesagt. Was ist denn das hier? Ich habe keine Ahnung. Sag mal, Sophie, euer Freund Henri, hat er sich wirklich aus dem Fenster gestürzt oder war das nur ein Vorwand? Nein, das habe ich selbst gesehen. Aha. Und warum bist du jetzt hier? Es muss doch einer meinen Hund füttern. Dein Hund? Du hast doch gar keinen. Ja, das ist richtig. Warum sagst du das dann? Ich muss doch irgendeinen Grund angeben, oder? Ist das so richtig? Bitte lass stehen, du machst mir den ganzen Film kaputt. Ich muss noch was tun. Möchtest du gern einen kleinen Hund haben? Wenn ich richtig drüber nachdenke, nein. Du bist drollig. Also los. Ich muss noch ein paar Schüsse machen. Njup. Nein, nein, ganz sicher. Ich habe nichts gehört. Seltsam. Der Lärm war noch keine 10 Sekunden vorbei, da kamen Sie mit den Kindern rein. Das mag schon sein, aber wie gesagt, ich habe nichts gehört. Es muss doch eine Erklärung dafür geben. Aber welche? Wer weiß? Ja, richtig. Fenster und Türen waren geschlossen. Aber der Lärm war so stark, Sie hätten ihn hören müssen. Es ist unglaublich. Kleber! Eins, zwei, drei. Eine tiefernste Tragödie. Zwei Worte, Graf, für mich. Belagere die Stadt, Sinna, und geh aus allem als Sieger hervor, aus einem Kampf, dessen Preis Chimänen ist. Rodriguez, wir haben ein neues Stück eingeübt. Vier Schritt von hier wirst du es erfahren. O Hass! O du Verzweiflung! Alter, unser Feind! 500 an der Zahl sind wir aufgebrochen zur Verstärkung. Die geheimnisvolle Helligkeit der Sterne. Unserem Geschlecht gegenüber heißt es jetzt, Entschlossenheit zu zeigen. Du triffst mich an einer Stelle, an der ich ganz besonders empfindlich bin. Was sollt ihr auch dagegen unternehmen? Gegen drei. Sind das alle Kinder? Ja. Also ist niemand mehr oben. Was sollen die vielen Leute hier? Pardon. Was suchen Sie hier, Monsieur? Langsam, Marc, reg dich nicht auf. Ich habe Pater Daval und seinen Schülern gestattet, hier zu übernachten. Ja, verzeihen Sie, Monsieur. Es ist schon spät, aber wenn es Sie stört, bin ich gerne bereit, mit meinen Schülern wieder abzuziehen und ins Pensionat zurückzugehen. Sie schlafen also hier? Ja, in dem großen Zimmer, neben dem Speicher. Hört ihr das Klopfen? Ich gehe mal runter und sehe mir den Keller an.
Was suchst du denn? Ich hab Hunger. Im Schreibtisch meines Vaters wirst du was zu essen finden. Wieso? Steht sein Schreibtisch in der Küche? Spiel dich ja nicht so auf. Wir haben vor dir hier gewohnt. Seid ihr eigentlich öfter hier gewesen? Wir haben hier sogar Ferien gemacht. Als was habt ihr das hier angesehen? Als unser Eigentum. Das gehörte uns. Lass das, das geht doch kaputt. Hast du unsere Unterschriften von den Wänden gewischt? Die waren dekorativer als eure Tapeten. Das steht fest. Und wo habt ihr geschlafen, wenn ihr hier gewesen seid? Ich hatte das Zimmer am Ende vom Flur, unten. Da war ich auch drin. Das ist mein Zimmer, da schlafe ich jetzt. Und wie war es, nachdem ihr euch eingelebt habt? Wieso? Ich meine hier im Haus. Wie soll ich das verstehen? Wir haben hier nur geschlafen. Tagsüber waren wir immer im Park. Habt ihr hier irgendwas verändert? Warum denn? Es hat uns so gefallen. Stört es euch nicht, dass hier heute so viele Menschen sind? Auch das gefällt uns. Was denkst du denn? Was ist mit mir? Mit dir? Dich kennen wir nicht. Eben. Auf jeden Fall ist es das letzte Mal, dass ihr hier übernachtet. So, Schluss jetzt. Ins Bett, Mädchen. Seid doch nicht so laut. Aber wir werden doch nicht in dem Brutkasten schlafen. Meinst du vielleicht, ich will mir eine Angina holen? Ich schlafe mit dem Kopf nach unten. Ja, hier. Komm, gib doch her. Jetzt hört mal mit dem Blödsinn auf. Legt euch hin, es ist schon spät. Pater, kann ich Ihre Taschenlampe haben? Sie hat Angst, im Dunkeln. Sie braucht Licht, sonst macht sie ins Bett. Wer hat das jetzt gesagt? Hm? Wer hat das gesagt? Wenn es so weitermacht, packen wir die Koffer und fahren. Also, Ruhe. Pater, die Taschenlampe. Hier, aber lass sie nicht zu lange brennen. Wir kriegen ja keine Batterien. Es ist mir nicht recht, dass die hier schlafen. Aber vielleicht bringen sie uns auf irgendeine Spur. Du machst dich lustig, hm? Es ist sehr spät. Geh ins Bett. Gute Nacht allerseits. Ich werde auch schlafen gehen, sorry. Hallo. Ah. Stellst du mit einer kleinen Pokerrunde an? Ja, okay. Deine komische Art zu geben, hat mich vorige Woche eine Kiste Champagner gekostet, aber diesmal bin ich wachsam. Was heißt denn das? Wie könnt ihr in einer solchen Situation Karten spielen? Schmerzen. Gib ab. Gib mir eine Zigarette. Danke. Bist du zufrieden? Hast du sie gekriegt, deine kleine Freundin? Denk nicht so einen Quatsch. Das sieht doch ein Blinder, wie dieses Gehirn Auge auf dich geworfen hat. Ach, du bist doch verrückt. Bist du noch ein Kind? Na und? Hat dich das je gestört? Red keinen Unsinn. Sie ist die Tochter von Villiers. Gut, du sprichst, sonst glotzen wir uns noch die ganze Nacht an. Tausendflöhe. Wie viel? Ich kriege 3.
Dein Benehmen stimmt mich langsam nachdenklich. Hast du an Mama gedacht? Kannst du dir vorstellen, was die für Ängste ausgestanden hat? Ist dir das egal? Und ich laufe die ganze Nacht hinter dir her. Was ist los mit dir, Sophie? Im Moment hast du hier nichts verloren, das weißt du. Wieso dürfen denn die anderen hier sein? Peru ist hier, um zu arbeiten! Er versucht mir zu helfen. Es ist niemand hier, um sich zu amüsieren. Und ich will nicht, dass du ihn den ganzen Tag die Zeit stiehlst. Außerdem fahren wir morgen früh zurück. Jetzt mach das Ding aus. Wenn du hier schläfst, mach ich's nicht aus. Was soll denn das jetzt wieder bedeuten? Ich will dich nicht atmen hören, deshalb. Du auch sein magst. Ich werde dich austreiben. Ich werde den bösen Geist austreiben. Im Namen der heiligen Dreifaltigkeit. Im Namen des Leidens und der Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus. Im Namen des Heiligen Geistes. Und ich verfluche dich, du Schlange des Bösen. Ich verfluche dich. Im Namen dessen, der dich geschaffen hat. Im Namen der Lebenden und der Toten, im Namen des allmächtigen Schöpfers, im Namen dessen, der die Macht hat, dich in die Hölle zu verbannen, auf dass den Unglücklichen kein Leid geschehe. Fahre aus mit deiner Armee des Schreckens. Exercitus furituis. Fahre aus diesem Haus, das Gott gehört. Und das in seiner Angst Schutz sucht, im Schoß der heiligen Kirche. Eine Karte. Erhöhe um 1000. Du bluffst schlecht. Was soll das, Monsieur? Entschuldigen Sie, Abbé, aber wir glaubten, hier oben Geräusche gehört zu haben.
Geräusche? Hier aus meinem Zimmer? Ja, wir haben den Auftrag, alles, was hier in diesem Haus passiert, zu filmen. Aha, ich verstehe sehr gut. Aber was soll hier denn schon passieren? Ja, eben. Also, dann gehe ich wieder runter. Gehst du mit? Ich habe doch nicht geträumt. Was haben Sie denn? Ach, gar nichts. Entschuldigen Sie bitte. Ich habe mich getäuscht. Zweifellos, ja. Wir haben unten Karten gespielt und hörten plötzlich Geräusche. So, als ob jemand flüstert und lacht. Also, ich könnte schwören. Vielleicht sind Sie übernächtig, Monsieur. Ich habe es, kann natürlich auch sein. Guten Nacht, Abbé. Guten Nacht, Monsieur. Sophie, was willst du denn hier? Was ist denn? Ist irgendetwas passiert? Sophie, um Himmels Willen, geh in dein Zimmer. Ist denn das möglich? Tut was! Hilft ihm! Na komm, 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 schnell! Wir bringen ihn unter die Dusche! Das ist ja unglaublich! Unglaublich! Macht Platz! Lasst uns vorbei! Das ist nichts für euch. Kommt, legt euch wieder hin. Beretti, wo ist dein Tonband? Hol's doch endlich, Menschenskind!
verrückt. Vollkommen verrückt. Machen Sie mal Platz. Geben Sie ihm was Scharfes. Er hat's nötig und ich auch. Ich habe geahnt, dass der Tanz hier weitergeht. Monsieur Perrault hat mir davon erzählt. Ich habe es nicht geglaubt. Obwohl ich Berichte gelesen habe, vor ungefähr 15 Jahren. Das passierte in New York. In einem Haus fingen plötzlich Gegenstände an, sich zu bewegen. Der Besitzer hatte eine Tochter von circa 13, 14 Jahren. Alle Welt glaubte, dass sie etwas damit zu tun hätte, aber dieser Vorwurf war natürlich unhaltbar. Sie denken an Sophie? Ich weiß nicht. Ich gehe raus und schau mich mal um. Nein, nein, bitte geh nicht raus, bleib hier. Wir sollten jetzt alle zusammenbleiben. Keine Panik. Ich bin gleich wieder da. Sophie, was machst du denn hier? Die verliert wirklich keine Zeit. Aber das sieht ganz gut aus. Dass ihr gerade jetzt daran denken könnt. Hätte er dir gefallen? Gefallen? Wozu? Ist die blöd. Ich hab Angst. So, packt eure Sachen. Beeilt euch. Geht nach oben. Wir fahren gleich ab. Lieber laufen wir die ganze Nacht durch die Kälte, als dass ich eine Sekunde länger hier bleibe. Haben Sie gesehen, was sich da abspielt? Was denn? Wissen Sie, wo Ihre Tochter im Moment ist? Ruhe! Ruhe, Kinder, ich komme! Kleber, den Generator. Ja, sofort. So eine Scheiße, er geht nicht. Feuer die Leuchtpistole ab. Ich weiß nicht, wo sie ist, draußen im Flur. Hier, ich hab sie. Ich kann nicht mehr, ich verschwinde. Dreh ja nicht durch jetzt! Habt ihr das gesehen da draußen, die Autos? Nein, 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 ich kann nicht mehr! Peru! Das muss ein alter Brunnen sein. Es ist kein Grund zu sehen. Los, komm! Wo geht der denn hin? Hinten,
Schurke, was fällt Ihnen ein? Lassen Sie mich los, sind Sie verrückt? Was soll denn das? Ich werde Ihnen helfen. Was haben Sie hier zu suchen? Ich muss meine Kinder nach Hause fahren. Nein, nein, bitte, lassen Sie. Komm, Lyra! Die sollen ihren Mist selber drehen, komm mit! Ich werde dieses verfluchte Haus abreißen.